Hallo zusammen, heute mal ein flottes Douglas Box of Beauty Unboxing. Ich habe mich vor mein neues Wandtattoo gesetzt. Das habe ich mir aus China bestellt. Das hat, glaube ich, was hat das gekostet? 3,50 Euro oder sowas. Und ich fand, das passt so gut hier bei uns ins Wohnzimmer, weil ich überall, ich vergesse den Namen dieser Blume immer überall diese lilanen Bommelblumen habe. Und irgendwie passte das so gut und Hannah hat da gleich gegen geditscht mit ihren Fettfingern und dann musste ich, Moment, hier noch Blumen aufkleben, wo die eigentlich gar nicht hinpassen. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen erkennen, da musste sie gegen ditschen und das geht nicht wieder ab. Oder weiß irgendjemand, wie man Fettfinger von der Wand abbekommt? Da ist ja keine Tapete drauf, das ist ja nur gemalert. Also das könnt ihr mir dann gerne in den Kommentaren da lassen, wie man speckige Kinderhände von den Wänden abkriegt. Da habe ich nämlich so ein paar Stellen. So, wir fangen an mit der Douglas Box of Beauty. Und das Hauptprodukt ist von Aiko London L Beauty Awards ein Eyeliner. Und das hatte ich gesehen als Hauptprodukt und habe gedacht, hey, super, das sieht doch schon mal gut aus. Und der ist schwarz. Wo geht er auf? Oh mein Gott. Ich hasse das, wenn diese Stifte so schwer aufgehen. Ich habe jeden Morgen habe ich das gleiche Problem. Ich wasche mich, ich creme mich ein und nach dem Eincremen will ich diese Stifte aufmachen. Und es geht ums Verrecken nicht auf. Da könnte ich kotzen, gerade morgens, weil ich sowieso schon genervt bin, wenn das alles nicht hinhaut. Und dann kriegst du diese blöde Kappe nicht ab. Das ist von meinem aktuellen Lieblings-Eyeliner aus einer Mimi-Box. Habe ich genau das gleiche Problem und das nervt mich. Und dann nehme ich schon immer ein Handtuch und dann rutsche ich immer ab und es klappt einfach nicht. Wer kennt das Problem? Der ist waterproof und die Spitze ist relativ dick. Ja. Okay, ich sitze jetzt relativ weit weg. Ich wollte aber auch mein Wandbild so ein bisschen drauf kriegen. Ist ein schönes Schwarz. Aber da kann man ja auch nicht so viel falsch machen. Das werde ich am besten morgen einfach mal ausprobieren, ob mir das gefällt auf meinen Augen. Aber an sich finde ich das Produkt schon mal sehr gut. Dann haben wir als nächstes Caviar Repair Lengthening Hair and Scalp Elixir. Für angeblich längere und stärkere Haare in nur 2 Wochen. Da ist was reingerutscht. Also da ist so ein kleiner Punktzerstäuber drin. Dadurch, dass es ein Punktzerstäuber ist, denke ich mal, tut man sich das nur so. Ach, das ist mit Katie Holmes. Katie Holmes macht da Werbung für. Und reibt sich das dann wohl so in den Scalp, in die Kopfhaut und dann sollen die länger wachsen. Aber meine Haare müssen gar nicht unbedingt länger werden. Von daher finde ich ganz okay, das Produkt ist jetzt aber nichts, was ich brauchen tue. So, von Shiseido Benefiance Wrinkel Resist 24 Day Emulsion, eine Tagescreme mit Sonnenschutzfaktor 15. Geh auf. Ach, die Dinger mag ich immer nicht so gern, da kriege ich das immer so schwer raus nachher, weil die lassen sich ja auch nicht drücken. Ja. Tagescremes kann ich mir auch mit totschmeißen. Ich brauche mehr Nachtcremes. Nachtcreme und Augenpflege, bitte. Da bin ich sehr empfänglich für. The Professional von Benefit. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Da hatte ich schon mal in einer Box genau das gleiche Pröbchen, genau die gleiche Größe. Und das Zeug finde ich echt toll. Ich weiß, das ist zugebombt mit Silikon. Ändert nichts daran, dass ich das Zeug echt klasse finde. Um große Poren, dann tupft man das eben so rauf und dann erscheinen die wirklich geringer. Also das finde ich ein ganz tolles Produkt. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich mir wirklich mal die große Tube von holen sollte, weil, also das hält ewig. Ich habe diese kleine Tube jetzt schon so lang und da kommt eben mit so einem wirklich so Stecknadel-Kopfgröße kommt man ewig hin. Es sei denn, man klatscht sich das ganze Gesicht damit zu. So, und das letzte ist von Estee Lauder, Pure Color NY, ein Lipstick in 340.
ein richtig, richtig knalliges rotes, ein richtig knalliges rotes Rot. Ein richtig kräftiges Rot. Es ist bloß eine Farbe, die ich so gut wie nie trage, aber wann hat man sonst schon mal einen Estée Lauder Lippenstift, ne? Habe ich ja sonst nie. Ja, das war meine Douglas Box of Beauty. Mehr habe ich zu der Box aktuell nicht zu sagen, außer dass diese hier mir sehr viel besser, sehr, sehr, sehr viel besser gefällt. Guck bloß gerade, ob meine Gardine noch hängt. Irgendwie sah die gerade so schief aus. Als die letzten Boxes of Beauty. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir in den Kommentaren da, was ihr in der Box hattet. Schaltet morgen ein zu dem 40er-Tag. Könnte, wäre, hätte, müsste. Irgendwie so. Tschüss.